wir jetzt schon mal ein paar Dinge für die Nachwelt festhalten. Nein. Man kann alles rausschneiden. Also ich mache das hier mit einem Ding und 500 Milliliter Wasser. Ne? Genau, ein Scoop und dann so 400 bis 500 Milliliter Wasser. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Zurück! Gerade stehen! Like da lassen! Und ein Abo auch! Danke! So, so können wir auch irgendwie mal ein Info machen, gleich mal alle wach machen. Schön, dass ihr am Start seid, Leute. Heute wenig Gameplay, beziehungsweise gar nichts, sondern ich möchte euch einfach gerne mal meine persönlichen Meta-Loadouts in Rebirth, vor allem in Rebirth, zeigen. Caldera ist für mich einfach eine Schmutzmap, die ich nicht spielen möchte. Vieles davon kennt ihr vielleicht. Es gibt so ein, zwei Sachen, die habe ich mir persönlich auch bei anderen Creatern angeguckt und gesehen, dass damit richtig was zu machen ist. Unter anderem eine EM2-Klasse, die einfach Kaiser spielt, der feiert die. Ich habe eine XM4-Klasse. Eine K-Klasse mit einer MWK gehört natürlich dazu, aber auch die K aus Vanguard ist nicht schlecht. Ein, zwei Loadouts werde ich euch präsentieren, ich werde euch kurz erklären, welche Perks es sind und ich zeige euch auch die Aufsätze der Waffen, so dass ihr im Prinzip einfach kurz Video anhalten könnt, dann könnt ihr die Aufsätze für euch einmal screenshotten und selber nutzen. Sollte mit dem Mid-Season-Update jetzt ein großer Waffenpatch kommen, werde ich ein neues Video für euch machen, sollte sich da viel geändert haben. Sollte sich nur ein, zwei Kleinigkeiten geändert haben, werde ich hier in den angehängten Kommentar unten, dann könnt ihr euch das Video gerne speichern, ein, zwei Änderungen reinschreiben, da braucht dann kein neues Video für kommen und ihr könnt jedes Mal drauf zurückkommen oder ich schaue, was euch gefällt. Shaker, 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 shaker. Warum sind Männer so fixig auf Brüste? Leute, bevor ich euch die ganzen Loadouts zeige, würde ich euch ganz gerne, und da habe ich schon lange keine Werbung für gemacht, irgendwie einmal etwas nagelneues zeigen, wo ich sehr, sehr stolz drauf bin, was ich euch zu verdanken habe. Es gibt jetzt offiziell meinen eigenen Shaker bei Loot und da bin ich so stolz drauf und das ist ein dickes Danke an euch. Ich werde euch das hübsche Ding jetzt einfach mal zeigen und dann können wir uns irgendwie auch mal einen geilen Drink davon nehmen. Aktuell Ultra Instinct mit Code Sheppy20 bekommt ihr 20% Rabatt. Wenn ihr eine Bestellung aufgebt, selbst wenn ihr jetzt vielleicht noch gar keinen Gaming Booster getrunken habt und irgendwie mal für wenig Geld probieren wollt, kann ich euch das nur empfehlen. Bei jeder Bestellung, wo mein Code mit benutzt wird, bekommt ihr aktuell einen Original Sheppy Shaker mit automatisch dazu, kostenfrei, direkt in die Bestellung rein. Ihr supportet mich, ihr gönnt euch was Gutes, was Leckeres, sehr wenig Zucker da drin, wo ich sehr, sehr stolz drauf bin. Ich bin stolz, danke. Oh, ultra so lecker. Übrigens, ich habe einfach eine höhere Headshot Quote als Kaiser, Matze, alle. Echt? Alle sind bei 16 bis 16,5, ich bin bei fast 18. Und trotzdem sind sie irgendwie besser. In Rebirth, genauso wie in Warzone, ist es einfach so, dass wir mit jeder Season verschiedene Metas bekommen. Und für die, die irgendwie gar nicht wissen, was Meta heißt, im Prinzip ist es einfach nur die Kurzform, sowas wie die Kurzform, der englischen Variante Most Effective Tactics Available. Im Prinzip die am sinnvollsten, stärkste Variante, die man nutzen kann, um zum Beispiel ein Battle Royale zu gewinnen. Und im Prinzip gibt es 4 bis 5 Waffen-Loadouts, die ich euch definitiv empfehlen möchte. Fangen wir einfach mit der ersten an. Da bin ich gerade, weil ich den Activision-Account komplett umswitchen musste, alles bei der EM2 dran. Kaiser, meiner Meinung nach einer der A, sympathischsten und B, besten Warzone-Spieler in Deutschland, hat die für sich entdeckt und ich kann es euch nur empfehlen. Gerade wenn ihr irgendwie sagen wir mal, ihr seid schon angeschossen worden, ihr habt keine Platten mehr, ihr braucht schon einen Loadout, könnt das schnappen, nehmt auf jeden Fall das hier. Die EM2 ist meiner Meinung nach auch immer noch eine der besten Waffen zu nutzen. So ungefähr sollte das Loadout bei euch aussehen. Ihr könnt euch das Ganze fotografieren und natürlich nehme ich hier auch meine Facecam einmal kurz weg, dann könnt ihr screenshotten. Was ich jetzt eben später ändern werde, sobald die komplett gelevelt ist, der letzte Lauf kommt mit drauf, das ist bei fast allen Coolpo-Waffen dasselbe und genauso der letzte Schalldämpfer oder die letzte Mündung. Dafür nehmen wir den hier weg und dann behaltet ihr das 40er Magazin, das 3er Scope zusammen mit dem Taktikschaft, den könnt ihr nach euren eigenen Präferenzen ändern. Aber ihr seht es, die gesamten Stats der Waffe werden ein bisschen angehoben und so kann ich es euch empfehlen, könnt ihr schon richtig, richtig geile Plays hitten. Als Secondary so, dass man eben gehärtet nehmen kann. Die Diamati, die immer noch mit 2 kompletten Bursts jemanden komplett killt. Eiltempo
kommt drauf an. Wenn man gut Slide canceln kann, kann man auch KRD nehmen, wo ich persönlich auch ein großer Fan bin. Ich mag es einfach nur, dass selbst wenn man vielleicht mal seinen Taktiksprint verkackt oder so, was einfach passiert, dass man alle Tempo hat, um wirklich nochmal den Taktiksprint ein bisschen länger nutzen zu können. Und als letztes eifrig, weil ich einfach gerne die Waffen switche. Vielleicht nehme ich eine MP40 auf, lege die Diamati weg. Alternativ, was in Rebirth einfach auch sehr hilfreich ist, ist ganz normal kampfgestellt, gerade was Schnappschussgranaten angeht, überall rumliegen oder Flashgranaten oder. Spielt ihr dieses Loadout in Warzone Caldera, kann ich euch Kampfspeer empfehlen, weil man in Caldera einfach, weil überall Busch ist, nichts anderes sehen kann. Bei der Diamati, das ist so im Prinzip das, was ich euch als Loadout dafür empfehlen kann. Ihr könnt natürlich auch das schnelle Salven 30 Schuss Magazin nehmen. Nachteil hier ist einfach, dass die ZV-Dauer wirklich ein bisschen runtergeht und ihr mit der Pistole einfach so schnell wie möglich sein wollt. Ansonsten eine der coolsten Secondary-Waffen, die man irgendwie nehmen kann, und ich kann sie euch nur empfehlen. Als zweite, das ist gerade für die, die gerne snipen, was im Rebirth sehr, sehr stark ist, vor allen Dingen, wenn es nicht Rebirth Iron Trials ist, ist einfach die MWK, wo ihr auch nur 50 Waffenlevel braucht, und die absolute Meta, was MP angeht, die Railgun. Die K aus MW, ihr habt es bei jedem gesehen. Ich weiß, und das ist das eine, was vielleicht bei anderen anders ist. Ich nutze den taktischen Laser. Ich finde, es hat zwei Gründe. Viele andere nehmen den Monolith-Schalldämpfer. A, hittet es meine ZV-Geschwindigkeit nicht so sehr. B, habe ich einfach dieses geile Feeling, dieses akustische, wenn die K schießt, was viel, viel geiler ist, wenn der Schalldämpfer runter ist. Selbstverständlich könnt ihr das aber ändern. Die hier ist komplett auf ZV ausgelegt, deswegen eben der taktische Laser. Das normale Zielfernrohr hier kann ich euch nur empfehlen. Hittet eure ZV zwar in den Stats, ist aber ein Fehler, passiert nicht. Dazu hier der Sportkeil, Zielstabilität ist nicht so wichtig, gerade beim Quickscopen, und dazu das gemusterte Griffband. Gruftiband, ha! Bei der Railgun, das ist relativ die Standard-Railgun, wie sie eigentlich jeder spielt, kann ich euch so auch nur empfehlen. Rückstoßbooster, mehr Feuerrate, hier der dritte Griff, ihr seid einfach präziser, ihr habt weniger Widerstand oder mehr Widerstand, wenn ihr angeschossen werdet, ihr hittet euer ZV nicht die ganze Zeit überall hin und ihr habt mehr Reichweite. Das Gurenko 40 Schuss. Die Brandmuni wurde hart genervt mit dem letzten Update, hat aber einen Vorteil gegenüber verlängert, weil verlängert hilft eigentlich nur auf wirklich großen Reichweiten. Bei der Brandmuni, sobald ein Gegner ein oder zwei Schuss von euch abbekommt, wird der ganze Bildschirm bei ihm rot, was extrem ist. Deswegen, ich finde das eigentlich ganz cool, dass es die Möglichkeit gibt. Ginge es nach mir, gäbe es aber gar keine Brandmunition. Dann beim Unterlauf, da müsst ihr ein bisschen gucken, ihr könnt mehr auf ZV-Geschwindigkeit gehen, ihr könnt auch mehr auf Rückstoßkontrolle gehen. Das ist persönliche Präferenz. Als Griff, den Stoßgriff hilft euch einfach beim Sprint-Out-Time. Aus der Hüfte könnt ihr noch ein bisschen was machen, mehr ZV-Geschwindigkeit. Extra flink, Waffenwechsel ist höher, Bewegungstempo ist höher. Ihr könnt auch Warn nehmen, das heißt, wenn ihr einen Abschuss macht, regeneriert ihr etwas schneller. Und dazu vollgeladen, wenn ihr mit dem Loadout startet. Alles andere hier macht meiner Meinung nach nicht so super viel Sinn, außer vielleicht noch parat. Aber ihr wollt im Prinzip nicht einfach nur ein Magazin haben und in jeder Situation die Chance haben, genug Munition dabei zu haben. Schiefer Reflektor ist bei der Railgun meiner Meinung nach einfach das einzige Visier, was man nehmen sollte. Und Schaft entfernt, wir wollen bessere Bewegungstempo, mehr Sprint-Out-Time, mehr ZV-Geschwindigkeit. Und da wir schon von den Stats her sehr, sehr gut dabei sind und wenig Rückstoß haben, meiner Meinung nach die beste Klasse. Das in Kombination mit Eiltempo, eifrig, dass ihr schnell von der Sniper auf die MP zurückwechseln könnt. Und ich glaube, 99% der Spieler nutzen das. Das Wurfmesser, wenn ihr einen gedownt habt, ihr wollt nicht noch mehr Schuss aus eurem Magazin nutzen müssen, weil ein zweiter kommen kann. Und als Taktik, ich persönlich weiß immer noch nicht, ob ich Stim wirklich immer dabei haben möchte. Na klar, ihr bekommt einen Geschwindigkeitsboost, einen Lebensboost, ihr könnt euch aus scheiß Situationen retten. Aber gerade die Blendgranaten sind auch nicht so schlecht. Auch wieder meine Empfehlung aktuell noch Stim, sollte das irgendwann ein bisschen genervt werden, auf jeden Fall Blendgranaten. Wenn ihr vielleicht ein bisschen, ich sag mal, passiver spielen wollt, kann ich euch die Brenn immer noch mit der MP40 empfehlen. Die Brenn ist nach wie vor leider Gottes eine der stärksten Long-Range-Waffen. Das hier ist der Klassenbild zu dem Ganzen. Hier war es eine relativ lange Zeit, dass dieser Aufsatz kein Damage-Drop-Off hatte. Das hat sich mittlerweile geändert, deswegen meiner Meinung nach der zweite Lauf am sinnvollsten. Bei der Mündung der MX-Schalldämpfer relativ deutlich.
Handstopper, damit ihr weniger Rückstoß habt. Sie hat nämlich Rückstoß. Verlängert, damit ihr diesen Damage Drop-Off komplett eigentlich zu Null legt. Munition ist ganz klar das erste Magazin, das 40er Schuss. Dieses 100er Schuss, ihr seid einfach sehr langsam damit. Die ZV-Geschwindigkeit wird gehittet, da habe ich keinen Bock drauf. Polymergriff, wieder weniger Rückstoß bei Dauerfeuer. Fester Griff, ihr seht, vieles darauf gerichtet, dass ihr auf Long Range eben eure Shots hittet. Dann extra voll geladen. Beim Schaft, meiner Meinung nach, der erste Schaft mit Abstand der beste. Und hier das 2,5er Visier, bin ich ein großer Fan von. Könnt ihr zusammen so mit Kampfspeer auch in Warzone spielen. Wurfmesser Stim, Eiltempo Overkill ist wieder klar. Und bei der MP40, da gibt es so dieses ein oder andere Gerücht, dass man da ein oder andere Sachen nochmal ändern kann mittlerweile. Das scheint irgendwie immer in so Stealth-Update zu enden. Das hier aber meine Klasse dafür, braucht eigentlich nicht viel Erklärung. Bei dem Visier, ich weiß, viele von euch spielen so wie ich mittlerweile. Sonst nehmt der Schieferreflektor, macht euch keinen Nachteil und ihr könnt trotzdem clean sehen. Und was man absolut hier sagen muss, das hier ist eine gekaufte Variante, die mir im Stream geschenkt wurde. Sehr, sehr cool damals. Die Goldtarnung von Vanguard auf den Vanguard-Waffen in Rebirth Island sehen absolut, absolut heftig aus. Und eigentlich so die fünfte und letzte, die ich einfach absolut feier, bei Kaiser geklaut, dicken Kuss geht raus an Chris, die XM4 mit der Railgun zusammen. Die XM4 macht unfassbar viel Spaß, weil ihr einfach schneller seid als mit der Brenn zum Beispiel. Ist so eine Black Ops Waffe, die man auch kennt, wenn man Black Ops Cold War gespielt hat. Und hier zeige ich euch, wie ihr sie spielen solltet. Ich habe es im letzten Video vergessen, es tut mir leid Leute, deswegen hier Nachgang. Der Agency Mündungsdämpfer, eigentlich alle Cold War Waffen, die man spielt, als Sturmgewehre, haben immer die gleichen Aufsätze. Das letzte Lauf, beziehungsweise der letzte Sonderkommandolauf, dazu das Dreiervisier, dann den Feldagentengriff, macht einen riesigen Unterschied, was Longrange-Kämpfe für euch angeht. Und hier ist es so 50-50, hier ZV-Dauer wird ein bisschen gehittet, aber dadurch, dass ihr sowieso auf Longrange eher keine schnelle ZV braucht, geht es mit dem 60er. Alternativ von mir ganz klar das 45er Magazin. Kein Nachteil für die ZV-Geschwindigkeit, trotzdem sehr schnell. Dazu die gleiche Railgun-Klasse, die ich euch schon gezeigt habe. Wurfmesser Stim, eifrig, damit ihr schnell switchen könnt und Eiltempo. Meiner Meinung nach aktuell eine absolute Lieblingskombi. Solange wie ich die EM2 noch nicht fertig gelevelt habe, das mache ich morgen im Stream oder heute. An der Stelle, Leute, ihr könnt auch gerne im Stream vorbeischauen. Das ist ganz witzig bei uns. Twitch.tv Schepperfeuer oder Scheppy.tv. Habe ich es geändert? Nee, habe ich nicht. Schaut gerne vorbei. Ich hoffe, euch haben die Loadouts soweit geholfen. Wenn ihr Fragen habt, stellt die unten rein und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein!